begrüße ich Sie alle ganz herzlich zur heutigen Pressekonferenz nach dem Spiel des HC Erlangen gegen den TBV Lemgo Lippe. Das Endergebnis lautet 28:25. Zur Halbzeit stand es 13:15. Beste Werfer auf Seiten der Erlangener waren Nikolai Link und Christoph Steinert mit jeweils 6 Treffern. Und auf Seiten der Gäste traf Tim Hornke gleich 12 Mal. Auf dem Podium begrüße ich ganz herzlich Jörg Zereike, den Geschäftsführer des TBV Lemgo Lippe, den Cheftrainer von Lemgo, Florian Kehrmann, unseren Cheftrainer Adasan Ejofsson und unseren Geschäftsführer René Selke. Die erste Frage geht wie immer an den Gast. Florian Kehrmann, wie haben Sie das Spiel gesehen? Ja, schönen guten Abend. Glückwunsch an Erlangen zum Sieg. Ich glaube, Sie hatten am Ende den längeren Atem. Wir wussten, dass es heute ein enges Spiel werden kann, ein Spiel auf Augenhöhe. Wir haben, glaube ich, gerade in den ersten 15, 16 Minuten so ein bisschen immer in Vorlage gelegen, hatten dann leider Gottes so eine kleine Phase, wo wir das Spiel ein bisschen aus der Hand geben mit 2, 3 technischen Fehlern, wo wir Erlangen so ein bisschen zurück ins Spiel holen, weil sie eigentlich über die Abwehr schon dominiert hatten. Dann war es zur Halbzeit sehr ausgeglichen. Und ein ähnliches Bild eigentlich in der zweiten Halbzeit. Das war dann bis zur 52. Minute, glaube ich, stand es immer ein Tor. Mal waren wir mit 2 in Händen. Aber wir haben es nie geschafft, dann wirklich nochmal auf Gleichstand oder mal wegzuziehen. Und machen in der entscheidenden Phase einfach 2, 3 einfache Fehler zu viel. Trotzdem, wo wir verloren haben, bin ich nicht unzufrieden mit der Leistung. Ich glaube, dass meine Mannschaft heute alles investiert hat. Wir hatten eine schwere Trainingswoche mit vielen angeschlagenen Spielern, mit 5 Leuten bei der Nationalmannschaft, noch einen kurzfristigen Ausfall mit unserem zweiten Torwart. Trotzdem ärgert mich die Niederlage, weil wir einfach diese 1, 2 Fehler abstellen müssen. Und was mich am meisten ärgert, dass wir einfach mit der Leistung wahrscheinlich gegen Friesenheim locker gewonnen hätten. Und das müssen wir wieder hinkriegen, dass wir die Leistung auch vielleicht dann in den richtigen Spielen an den Tag bringen. Letztendlich müssen wir jetzt trotzdem weitermachen. Wir werden jetzt auch in den nächsten Spielen neben Guardiola auf Tim Sutongsu verzichten müssen. Bei André Kogut müssen wir auch abwarten. Die werden ausfallen. Und wir werden jetzt ein bisschen regenerieren und haben dann das nächste Spiel erst am 11.11. zu Hause gegen Hannover. Und da werden wir alles investieren. Danke. Dankeschön. Adli, wie gut tut dieser Heimsieg heute Abend? Ja, natürlich sehr. Wir freuen uns natürlich auch mit 5.200 Zuschauern heute. Richtig Stimmung halt heute in der Bühne. Wir haben, wie mein Kollege das schon gut analysiert hat, ich fand, Lemgo hat heute sehr, sehr clever gespielt. Die haben versucht, das Tempo sehr gut zu steuern, haben abgeklärt gespielt bis zum 22., 23. Minute. Da machen die 4 Fehler, die wir halt eiskalt mit Gegenstoßen strafen. Da kommen wir halt im Spiel, haben trotzdem bis dahin, also es waren halt, glaube ich, 5 oder 6, 7 Meter in die Situation, die Lemgo halt rausholt, haben trotzdem nicht schlecht gestanden in die Deckung. Und auch vorne haben wir unsere gute Chancen erspielt, machen da 2, 3 Chancen halt nicht rein. Aber für das Tempo, die in der ersten Halbzeit, die relativ niedrig war und ruhig, war das von einer Angriffsleistung auch in Ordnung. In der zweiten Halbzeit, finde ich, fehlt uns so die Abgeklärtheit dann, wo wir 1, 2 Tore vorne waren oder auf 3, dass wir halt weiter wegziehen. Da hat Lemgo sich immer wieder zurückgekämpft, auch mit Zeitspiel 3 oder 4 Tore gemacht, wo die halt auf den Schlagwurf Abpraller bekommen hat, wo irgendwie wir nie so richtig im Lauf gekommen sind. Aber ich muss sagen, auch mit die Leistung dann von Skov in den letzten 15 Minuten kam halt dann auch ein bisschen mehr Sicherheit, wo wir dann auch ein paar Bälle halt gewinnen und sind dann halt auf die Siegerstraße gegangen, wo wir dann in hinten ein bisschen abgeklärter waren. Aber insgesamt, glaube ich, eine verdienten Sieg heute, aber auch gegen einen Gegner, der heute sehr clever und abgezockt gespielt hat, außer vielleicht, wie mein Kollege sagt, 5, 6 Minuten, 3, 4 Minuten bei den Halbzeiten, wo wir das dann halt auch genutzt haben, um davon wegzuziehen und am Ende verdient gewonnen. Vielen Dank. Dankeschön, Adli. Herr Zereike, wie lautet Ihr Fazit zum heutigen Spiel? Ja, schönen guten Abend. Glückwunsch an Erlangen. Ja, ich glaube, heute hat die Mannschaft gewonnen, die einfach weniger Fehler gemacht hat. Wir haben auch schon wie im letzten Spiel im Angriff zu viele technische Fehler gemacht und sind da
von Erlangen eiskalt bestraft worden. Fehlt natürlich dann in unserem Angriffsspiel auch so jemand wie Isa Guardiola, der mit seiner Erfahrung dann schon eine gewisse Sicherheit reinbringt. Aber da hilft jetzt auch kein Lamentieren. Die anderen müssen halt eben dran arbeiten, dass ihnen halt diese technischen Fehler nicht unterlaufen. Und selber in der Abwehr hatten wir zu wenige Ballgewinne, die wir nutzen konnten, um selber Gegenstoß und Tempotore zu machen. Das war heute in meinen Augen auch nicht ausreichend. Und zu guter Letzt hatte Erlangen auf der Torhüterposition dann am Schluss in der zweiten Halbzeit ein klares Plus. Von daher geht der Sieg mit 3 Toren für Erlangen dann auch in Ordnung. Insgesamt haben wir aber im Vergleich zum Friesenheim-Spiel eine verbesserte Leistung gesehen. Darauf müssen wir aufbauen. Christoph Theuerkauf hat mir heute wieder sehr gut gefallen. Hat viele 7 Meter rausgeholt, auch 2 Tore gemacht. Auch Jonathan Karlsbogart hat mir in der letzten Viertelstunde auch im Angriff hat er Akzente setzen können. Und gerade Jonathan, wenn wir jetzt wenn Tim ausfällt, dann auch vermehrt brauchen. Und er braucht Selbstvertrauen und da hoffen wir, dass er daran anknüpfen kann. Und dann geht es nächste Woche Sonntag gegen Hannover und schauen wir, was bei rauskommt. Dankeschön. Vielen Dank. René, wie zufrieden bist du denn mit der Leistung vom HCR Lang heute Abend? Ja, schönen guten Tag natürlich von meiner Seite. Sehr zufrieden und sehr glücklich. Ich glaube, wir alle wussten, wie wichtig dieses Spiel für uns ist. Wir haben in den letzten Wochen immer wieder sehr, sehr gute Leistungen gezeigt. Allerdings waren das immer Top-Teams vom oberen ersten 4 der Tabelle, die uns dort am Ende dann einfach mit einem Stück weit Cleverness und Qualität dann einfach die Punkte wieder genommen haben. Heute war es auch ein sehr, sehr starkes Team. Der TBV Lemgo ist ja nicht umsonst letztes Jahr 9. geworden, steht wieder auch im Mittelfeld der Tabelle stabil. Also das ist eine sehr, sehr starke Mannschaft, die sich heute auch gut präsentiert hat. Deswegen wussten wir, dass wir das nur mit aller Macht, aller Kraft schaffen konnten, wie wir auch die letzten Wochen aufgetreten sind. Und ich bin sehr froh, dass wir auch die Ruhe bewahrt haben, weil die Tabelle sah natürlich nicht so gut aus. Das wussten wir, aber wir wussten auch, wir müssen auf unsere Chance warten. Und das haben wir getan. Wir wussten, dass wir heute brennen müssen und liefern müssen. Das hat die Mannschaft getan, deswegen bin ich natürlich sehr, sehr glücklich und zeigt auch, welches Potenzial noch in uns steckt und ja, lässt mich natürlich frohen Mutes in die nächsten Wochen schauen. Bedanken möchte ich mich einfach bei jedem, der heute in der Halle war, weil das war auch eines der Schlüssel, warum wir das Ding heute gewonnen haben, weil wirklich über 5.000 uns hier nach vorne gepeitscht haben. Wir haben ein bisschen gebraucht, bis wir ins Spiel reingekommen sind. Dazu wurde, glaube ich, jetzt sportlich schon alles gesagt. Am Ende war es dann einfach wirklich auch ein Sieg des Willens, den wir hier auf die Platte gebracht haben. Und das freut mich natürlich umso sehr, weil sich die Jungs endlich mal für die gute Arbeit der letzten Wochen belohnt haben und zeigt auch, welche Qualität wir haben. Und jetzt natürlich auch Andi tut uns sehr gut in der Abwehr und auch im Spiel, dass er uns wieder unterstützen kann. Und ja, deswegen, glaube ich, sind wir alle sehr, sehr froh und zufrieden und freuen uns auch schon auf das nächste Heimspiel am 29. hier gegen Leipzig. Dankeschön. Danke, René. Dann ist es jetzt Zeit für die Fragen der Presse. Ja, Adli, sagt sich natürlich danach leicht, aber du hast Skov relativ spät erst gebracht. Katsianis hatte, glaube ich, nur einen gehaltenen Ball in der ersten Halbzeit. Was waren die Gründe dafür, dass du ihn erst so spät gebracht hast? Es waren 6-7 Meter, glaube ich. Ja, es waren zwei Durchbrüche zwischen 1 und 2, 2 von Theuerkauf. Also es waren alle 6-Meter-Schanzen oder 7 Meter. Es war, glaube ich, ein Tor aus dem Rückraum in der ganzen ersten Halbzeit, wo wir einfach zu offen waren, zu viele Räume hinten, wo Lemko das gnadenlos ausgenutzt hat. Ich habe das nicht als Schwäche von Torhüter gesehen, sondern dass wir einfach zu viele Räume, zu offen in unsere Pressing halt standen und das haben wir deutlich besser gemacht, fand ich, in der zweiten Halbzeit, auch wenn wir da teilweise zu offensiv standen. Aber ich kann nicht erwarten von einem Torhüter, dass er dann von 6 Meter oder 7 Meter über 40% kommt. Deshalb habe ich ein bisschen länger gewartet. Wo Skov dann reinkommt, haben wir dann Lemko auch gezwungen, mehrere Bälle aus dem Rückraum zu machen. Dann hat er dann halt auch im Rückraum mit dem Block seine Stärke zeigen können und dann ein paar Bonusbälle halt auch dazu gewonnen. Aber das war der Grund. Du hattest in der Pressekonferenz ja Rückzugsverhalten angesprochen und 1:1 die Stärke von Lemgo. So genau, es hat gewirkt, als ob deine Spieler da manchmal nicht so genau zugehört hätten. Also es waren ein paar Situationen dabei, vor allem in der ersten Halbzeit, wo genau diese beiden Punkte zu wünschen übrig gelassen haben. Von Rückzug sehe ich das anders. Wir haben, ich glaube, Lemko macht heute kaum einen Gegenstoß. Wir reden halt eher von nach bestimmten Auftakten von Lemko, dass das Raum von Theuerkauf zu offen war und dass wir mit Sutton ein paar Probleme hatten, wo er halt zwischen 1 und 2 gegangen
auch an eine Fälle, die wir halt normalerweise stellen wollen, zwischen 1-2 auf die andere Seite, da kommen 5-7 Meter raus. Ob das alles 7 Meter war, muss man halt sehen. Ob das auf die Linie, das war sehr knapp, aber das sind heute alles entschieden auf 7 Meter, wo wir halt auf Stürmer-Foulfall halt gehen wollen. Und so an Nuancen, was das betrifft, aber vieles in die Richtung, wo wir die auch haben wollten, aber leider halt einfach diese Situation, ja, vielleicht Kleinigkeiten, 5-10%, dann ist das vielleicht ein klarer Stürmerfoul oder halt ein Ball muss am Außen kommen und aus einem kleinen Winkel geworfen werden. Aber wir haben Zweikämpfe gegen Sutton, da haben wir Schwierigkeiten gehabt, auch wenn Van Alphen richtig mit Druck und Zoom kam. Aber das ist auch Qualität von diesen Spielern und wir wollten die trotzdem halt mit ihrer Personaldecke, die heute eingereist sind, wollten wir die halt auch wieder in Zweikämpfe immer wieder pushen und wussten, dass wir vielleicht mit unseren neuen Möglichkeiten, mit Andy oder auch mit Dominik, vielleicht ein paar mehr Körner am Ende haben. Und das ist auch der Fall gewesen. Zweite Halbzeit war ja in der Abwehr. Ja, die meisten Bälle habt ihr in der Abwehr geholt für die Gegenstöße. Und es waren heute so viel wie, glaube ich, in der Saison noch gar nicht. Ja, aber das hat damit zu tun, wir haben dem halt nicht einfach spielen lassen. Die haben auch versucht, das Tempo gut zu steuern. Wir haben die halt immer wieder in Zweikämpfe halt stürzen lassen. Die haben das teilweise auch gut gemacht. Aber wie viele Bälle heute auch mit Abreller, mit auf den letzten kurzen vor dem Hand. Das hat Lemko klar clever gemacht. Fokus und Konzentration ein bisschen nachgelassen. Aber letztendlich kann ich meine Abwehr wenig, klar, du wirst mit diesem Raum, die wir bieten, immer wieder ein oder zwei Zweikämpfe. Die Frage ist, wie die Hilfsstrukturen, wie die Hilfabwehr funktioniert. Und das waren heute vielleicht 4-5 Situationen, hätten wir das besser machen können. Aber wir reden von was 24-25 Toren. Also ich finde, man kann das so stehen lassen, dass die Deckung funktioniert hat. Auch wenn man die Torhüterleistung insgesamt sieht, muss man sagen, dass das die richtige Deckung heute war und dass die Jungs auch, wenn die also Lemko hat auch einen Zweikampf verloren und auch Rhein-Neckar Löwen, Kiel, die verlieren alle Zweikämpfe. Das ist ja normal. Andi Schröder ist angesprochen worden. Du hast ihn auch im Angriff spielen lassen, was doch etwas überraschend kam. Ja, wenn du ihn im Training gesehen hast, war das nicht überraschend. Er hat, es ging auch darum, Nico Link Pause zu geben, dass er auch in beiden Halbzeiten kann, nicht vorne und hinten permanent 60 Minuten. Und deshalb, glaube ich, kam diesen Pausen vor ihm sehr zugute, dass Nico Link dann auch, ja, was wir auch gesehen haben, was vielleicht Knackpunkt in diesem Spiel war, wo er halt das letzte Tor über 5er Block mit Hand hoch, das war... Das hätte er vielleicht nicht gemacht, wenn er halt 5-10% weniger Energie hätte. Und von daher war das nicht überraschend. Er hat gute Leistungen gebracht, die ganze Trainingswoche. Und von daher war das eine sehr logische Konsequenz, dass er auch vorne spielt. Was auch hervorragend geklappt hat, war der Gegenstoß heute. Johannes Selin auch auffällig stark. Seht ihr ihn auch allgemein jetzt wieder so auf dem Weg zum alten Selin? Also wir sehen oft, dass mindestens diese Punkte nach oben bei ihm hatten wir... In den letzten 2-3 Spielen oft das, wo er halt dann an 7-8-9 Toren kommt. Heute hat er beide auch nicht nur Gegenstöße, sondern er hat auch hervorragend gedeckt auf seiner Seite. Ich glaube, sein Außenspieler macht ein Tor oder maximal zwei. Der ist auf einen Aufstieg in der Achse und zeigt langsam seine Form. An die Gäste noch kurz die Frage, was natürlich in Erlangen interessiert. Isaias Guardiola, wie geht es ihm genau? Können Sie da einen aktuellen Stand geben? Ja, dem geht es schlecht, weil er nicht spielen konnte. Wegen der Schulter oder was ist die genaue Verletzung? Er wird sich jetzt eine Schulter-OP unterziehen und dann müssen wir dann abwarten, wie lange er ausfällt. Herr Kehrmann, die Disqualifikation von Ebner, war das in Anführungszeichen nur eine Schwächung oder war das für Sie schon eine Vorentscheidung? Also eine Vorentscheidung nicht. Wir haben ja so unsere Chancen aus dem weiteren Spiel. Aber ich glaube, es war schon eine Schwächung. Ich glaube, Dominik Ebner hat da wirklich mit wenig Fehlern auch seine Aufgabe auf halb rechts gut gelöst. Und für mich ist das halt niemals eine Disqualifikation. Also er darf da trotzdem nicht hingehen, aber er versucht auf den Ball zu gehen und sie kommen nacheinander. Aber das ist kein Schlagen ins Gesicht, kein dummes Schubsen hintenrum. Die laufen seitlich zueinander. Also das ist nie im Leben rot. Aber es wurde so gepfiffen und wir müssen uns fragen, warum wir da einfach hingehen in den Gegenstoß. Und aber ja, das ist jetzt hypothetisch, darüber zu sprechen, ob es eine Entscheidung ist. Gibt es noch weitere Fragen der Presse? Das ist nicht der Fall, dann bedanke ich mich ganz herzlich für Ihr Kommen. Wir sehen uns dann alle wieder am 29.11. bei unserem nächsten Heimspiel gegen Leipzig und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und unseren Gästen einen guten Nachhauseweg. Danke. Thank you.